Also, Sie wissen so viel über Gosa, weil... Weil ich Spezialistin für alte mesopotamische Kulturen und Architektur bin. Hauptsächlich sumerisch. Gosrianisch, genauer gesagt. Ich bin als Gastkuratorin der Gosa-Ausstellung hier, die morgen im Museum für Naturgeschichte eröffnet wird. Ihnen ist bekannt, dass wir Erfahrung hatten mit Gosa. Ja, natürlich. Gosa war unterste Liga, bevor er uns traf. Eine Gottheit nur für Landeier. Wir haben ihn bekannt gemacht. Und wir bekamen keine Einladung zur Eröffnung. Ein Versehen, richtig? Damit habe ich nichts zu tun. Das, meine Herren, war mein Werk. Und ich versichere Ihnen, es war kein Versehen. Ach, übrigens, ihr habt Besucher. Danke, Janine. Immer voll auf dem Posten. Walter Peck. Ich habe Sie ohne das Hinterteil des Bürgermeisters im Gesicht gar nicht erkannt. Okay, jetzt packt mal schön wieder alles weg. Entschuldigung, Dr. Selvin. Sind Sie in Ordnung? Ich glaube schon, aber mir macht die Ausstellung Sorgen. Machen Sie Scherze? Solche Schlagzeilen sind unbezahlbar. Die Gastkuratorin der Gosa-Ausstellung, vom Experten Peck empfohlen, wird in der Nacht vor der Eröffnung von Gosa selbst angegriffen. Bitte, sagen Sie mir, dass es Gosa war. Gosa manifestierte sich in einer bereits benutzten Form, dem allseits beliebten Marshmallow-Mann. Aber dieses Ereignis war schwächer als die erste Begegnung mit uns. Ha! Mehr brauche ich nicht, danke! Also, Jock, warum bringen Sie Dreck hierher? Oh, habe ich zur falschen Zeit gehustet? Hören Sie, es geht darum. Sie, Peck und Ihr Jungs werdet alle zusammenarbeiten. Was? Auf keinen Fall. Oh nein. Unmöglich. Also, ihr hattet mindestens ein Dutzend städtische Aufträge für Gefängnisse, Gerichtsgebäude und Werften. Ihr wollt euer Geschäft erweitern. Auch Aufträge vom Land und vom Staat kriegen. Ich bin dafür. Ihr wart eine große Unterstützung im Wahlkampf. Manche Leute sagen, sie wurden nur durch unsere Befürwortung gewählt. Irgendwie ja schon. Aber nach all dem Schaden, den ihr letztens angerichtet habt, will der Stadtrat, dass ihr mindestens 6 Monate lang genau beobachtet werdet. Wir schreiben doch immer Berichte. Zusätzliche Aufsicht ist unnötig. Echt lustig, Venkman. Sie waren schon immer mein Favorit. Also, hier kommt Ihr alter Freund Peck ins Spiel. Er nervt und klebt an den Regeln. Ist mit anderen Worten perfekt für den Job. Er ist der neue Leiter von Peacock. Peacock? PCOC. Paranormal Contracts Oversight Commission. Als erste offizielle Aktion werde ich die Betriebslizenz von euch Clowns einziehen. Ganz ruhig, Peck. Beginnen Sie Ihre Untersuchung, wenn es denn sein muss. Nur halten Sie sie fürs Erste einfach unter Kontrolle und mein Büro informiert. Denken Sie daran. Ohne die Geisterjäger haben auch Sie keinen Job. Ihr braucht einander. Ist doch eine wunderbar ironische Symmetrie, oder? Hey, Mulligan, also echt. Bürgermeister Mulligan für Sie, Venkman. Also, verstehen wir uns? Das schützt uns alle. Ihr wollt mehr Regierungsaufträge? Ich meine Umfragewerte halten, Peck seinen kleinen Machtbereich. Haltet euch einfach an die Spielregeln. Hey, wir alle bekommen, was wir wollen und der Stadtrat ist zufrieden. Morgen kommt Ihr großer Abend, Elisa. Ruhen Sie sich aus. Da wir jetzt alle Freunde sind, bekommen wir Einladungen zur Museumseröffnung? Wohl kaum. Wir sehen uns bald wieder. Garantiert. Sieht Peck nicht genau wie jemand aus, der versehentlich in den Strahl eines Boson-Kollidierers läuft? Ich sag ja nur, es könnte passieren. Ray und ich haben diskutiert. Und wir glauben, wir sollten im Museum nachsehen. Was immer heute Nacht passierte, es begann dort. Ja, okay. Ich opfere mich fürs Team und bleibe bei Elisa. Zu ihrem persönlichen Schutz. Ihr Jungs, nehmt Winston und den Neuling mit.
Was ist mit Peck? Er sollte doch über alles informiert werden, was wir tun. Was er nicht weiß, macht uns nicht heiß. Und nach einer weiteren Geistersichtung suchen Mitarbeiter der New Yorker Bibliothek nach Antworten. Die graue Dame. Diesmal schnappen wir sie. Los! Und was ist mit dem Museum? Da steht schon 104 Jahre da. Wohin sollte es heute Nacht verschwinden? Was ihr denn mit der grauen Dame habt, ist an der Grenze zum Normalen. Das wisst ihr ja. Sie ließ uns wie Deppen aussehen. Aber diesmal nicht. Sag ihm, ihr könnt uns im Museum treffen. Wir werden da sein. Venkman wäre entzückt. Captain McMahon vom 12. sagt, es gab eine massive Störung. Ein echtes Feuerwerk. Im Moment ist nicht viel los. Vielleicht. Aber waren da draußen nicht zwei Löwen? Überprüf die Valenzen. Interessant. Ray, sieh dir das an. Wow, große Ausschläge. Hey, Kadett, das musst du sehen. Zurückbleiben. Pass auf, da, oh. Sie hauen ab! Doppelte Komplett-Torso-Animatoren. Los, ihnen nach! Du hast Dance gehört, Bewegung! Da sind sie! Ein paar Klasse-2-Animatoren. Ich habe sie noch nie als Tandem gesehen. Die sind wirklich aufgeregt. Packs werden eingeschaltet. Okay, jetzt ganz ruhig. Hey, er sagte ganz ruhig. Das ist nicht ruhig. Daneben, verdammt! Sorry, Ted. Wie wäre es nächstes Mal mit einer kleinen Warnung, Leute? Der da ist ein Beast Ray. Verfolgen wir ihn. Winston, überprüf die nächste Tür. Sieh nach, ob er Freunde hat. Einen Spukraum verlassen? Damit habe ich keinerlei Probleme. Hey, Kadett! Um den Schockschlag zu benutzen, muss man dicht rangehen. Der Effekt ist stark, nimmt aber schnell mit der Entfernung ab. Aber sei vorsichtig. Es ist ein Prototyp. Wir vertrauen ihn dir an. Der Stasis-Strahl verlangsamt paranormale Entitäten zeitweilig. Wenn du den Strahl lang genug auf ein Ziel richtest, kann es sogar ganz gestoppt werden. So benutzt man das Teil. Cool, ein Einfrierstrahl. Ein Stasisstrahl hat nichts mit Kälte zu tun, aber der Effekt ist ähnlich. Woher nimmst du nur die Zeit für all diesen Kram, Egan? Ich führe ein Experiment durch, bei dem ich täglich 14 Minuten schlafe. Da bleibt viel Zeit zum Arbeiten. Toll, kann losgehen. Hey, Zubi, meinst du, du wirst mit dem Kleinen da allein fertig? Wir treffen uns dann wieder hier. Sieh mal, es ist der Kadett. Starke Ausstrahlungen, aber keine direkte Quelle. Wir sind unserem Typen hier reingefolgt und er ist abgehauen. Ich stelle hier eine sehr starke Anomalie fest. Da kommt etwas Großes. Also das ist mal ein gutes Beispiel für einen bidimensionalen Klasse 6. Egan, sagte ich schon, dass deine Idee toll war, auf den Balkon zu gehen? Mach es langsam.
Immer weiter auseinanderreißen. Um so eine Entität zu sammeln und zu animieren. Sehr viel. Sehr viel wütende Energie. Mann, war das einfach. Moment, nicht so schnell. Ich sehe hier ein paar große Energieflüsse. Ich glaube, das ist sie. Ja, ja, sie ist es. Eleanor Twitty, die Bibliothekarin. Da, da ist sie. Wir treffen uns an der Treppenhaustür. Da ist sie, nach unten! Winston, sieh unten nach, ob das andere Phantom wieder da ist. Roger! Sie hat uns schon wieder gescht, diese Hexe. PKE-Meter raus und schön still sein. Oh, wow. Eine voll stabilisierte Levitation. Ich glaube, wir sind ganz nah an was dran. Ray. Hast du etwas? Ich habe etwas. Genau hier. Kadett, sieh mal nach. Da! Oh, sie scht uns weiter. Das ist sie, die graue Dame, der erste Geist, den wir je gejagt haben. Mann, ich wünschte, Venkman wäre hier. Das traue ich Venkman nicht zu. Ruhig jetzt. Sie ist sehr nervös. Verdammt, es ist weg. Los, wir schneiden ihr den Weg ab. Die Werte sind weit über dem Maximum. Jetzt muss ich neue Skalen. Wow! Hört mal zu, die Werte hier sind wie bei einem psychischen Dampfkopf. Bereitet eure Werfer vor. Alle dicht zusammenbleiben. Hier lang, schnell! Und verführte Eleanor Twitty, die hiesige leitende Bibliothekarin. Die
Plagget. Anscheinend erzeugt die graue Dame ihre eigene Verstärkung. Haltet die Augen offen, Leute. Sie erhöht den Einsatz. Danke für die Warnung, Ray. Aber ich habe keine Idee, wovon du redest. Ich denke, unser Wort sollte da ausreichen. Da ist sie. Still jetzt. Mal sehen, ob wir einen guten Scan kriegen. Das habe ich nicht gehört, Ray. Bitte wiederholen. Genug jetzt mit Psst. Naja, zumindest kommen wir näher. Ich habe nicht ein einziges Wort davon verstanden, Ray. Ray! Winston, wo zum Kuckuck bist du? Im Zeitschriftenarchiv. Ich sehe mir die Tabelle vom Spiel der Nix gestern Abend an. Warum? Erzähl uns mehr über den Sammler, Winston. Dieser Sammler soll die graue Dame benutzt haben, um seltene Bücher von ihr zu bekommen. Vor allem ein Buch. Mit Namen Gozer Codex. Toll! Ja, und als sie herausfand, was er vorhatte, verließ sie. Kluge Frau. Nicht wirklich. Offenbar ermordete er sie deshalb. Die graue Dame war sein erstes Opfer, aber er hat mehr getötet. Und lass mich raten. Er sammelte ihre Körper, genau wie er Bücher sammelte? Bingo, Ray, du schuldest mir ein Essen. Und noch etwas zum Sammler. Sekunden bevor er gehängt wurde, sagte er, er käme als Azedlor zurück, eine Art Gott, um die Bibliothek und jedes seltene Buch dort zu bewachen. Hört sich nach einem Bücherwurm an. Hört sich nach unseren üblichen Kunden an. Hier ist es. Spezialsammlungen. Diese Räume sind voll seltener und wertvoller Bände. Okay, sie ist mit Egen hier drin. Keinen Laut. Gedrucktes sei tot? Wär's doch bloß so. Wo ist sie jetzt wieder hin? Erhöhte Valenzen. Da ist definitiv irgendwo eine Spur. Deutlicher Ausschlag. Genau hier. Ja, sieh dir das an. Ich spüre einen Windhauch. Oh, cool. Geheimgänge. Die sind toll. Ich wusste nicht mal, dass dieser Bereich existiert. Die Hausmeister wohl auch nicht. Zumindest. Was sind das für Dinge? In Tobin sind die nicht aufgeführt. Nein, die sind im überarbeiteten Ätherik-Katalog. Ich glaube, die graue Dame erzeugt sie aus den Büchern und kleineren Geistern hier. Sie könnte mächtiger sein, als wir dachten. Mann, ist das toll. Ich könnte einen Monat damit verbringen, diese Bücher zu katalogisieren. Sei vorsichtig mit dem, was du dir hier unten wünschst, Ray. Sehr freundlich. Hübsch. Hier drin könnte niemals was Böses passieren. Heißt sie! Flankiert sie! Sie kann nirgendwo hinfliehen! Außer durch das Gitter. Ich weiß nicht recht, wie das Flankieren funktionieren sollte.
wir haben. Gib ihm volle Kanne! Recht! Wir müssen die graue Dame schnappen, bevor es echt gefährlich wird. Den Zeitpunkt haben wir vermutlich verpasst, Ray. Tja, wir können ihr nicht durch das Gitter folgen. Gibt es einen anderen Weg? Was hast du da gefunden, Kumpel? Gute Arbeit! Spangler! Der Zuge hat den Ausgang gefunden. Ich habe das Pack mit was Neuem erweitert. Das ist das PVS, Plasma-Verteilungssystem. Im Grunde ein Schleimsprenger Mark II, aber deutlich modifiziert. Die Plasmaspeicher sind jetzt in das Protonenpack integriert. Es verwendet eine Basiskultur aus Ektoplasma, um Entitäten zu beschädigen, ätzenden Schwarzschleim zu deaktivieren und unsichtbare Strukturen auf der ätherischen Ebene sichtbar zu machen. Um den Schleimsprenger zu benutzen, musst du einfach zielen und spritzen. Er neutralisiert aktive Ansammlungen von schwarzem Schleim. Er schließt auch alle Portale, die sie öffnen. Da, neutronisierter Schleim. Unsere eigene Abkürzung zur Hölle, wie bequem.